ebenfalls neu für uns. Wir haben einen Chess Rig entwickelt und auf den Markt gebracht. Das ist ein Split Front Chess Rig. Das Chess Rig ist komplett modular. Wir haben hier eine Split Front, die mit drei verschiedenen Systemen ausgerüstet werden kann. Hier sind jetzt Fitlock-Adapter drin. Wir haben aber auch, wie jetzt hier zu sehen, Adapter mit ITW-Verschlüssen. Und hier leider nicht zu sehen, auch Adapter mit einem Reißverschluss. Die Adapter können eingeklettet werden. Die sind nicht fest vernäht, halten aber bockfest. Besonderheit an diesem Verschlusssystem, ich kann jetzt einfach aufklicken und es ist selbstschließend. Das ist gerade in der Nacht, wenn es knallt und ich schnell aus meinem Schlafsack raus muss, gibt einfach ein bisschen Handlungssicherheit. Wir haben drei verschiedene Arten von Rückenteilen. Wir haben einmal eine gepolsterte Variante mit einem Abstandsgewirk 6 mm Stärke, sodass ich vernünftig abschwitzen kann und der Schweiß in dem Polster abtransportiert wird. Auf der Rückseite haben wir 1000er Cordura nach Bundeswehr TL oder Milzbeck, wahlweise. Und eben halt Modelschlaufen, um zum Beispiel eine kleine Trinkblase mit einem Liter Fassungsvermögen aufzunehmen. Das Chessflick selber ist ebenfalls mit einem Abstandsgewirk gepolstert, 6 mm Stärke. Wir haben uns jetzt hier die Freiheit genommen, zu zeigen, wo wir herkommen. Wir haben ein bisschen mit der Maschine gespielt. Zusätzlich haben wir ja immer zwei Lagen Material beim Chessweg. Deswegen haben wir diese zwei Lagen nutzbar gemacht. Und haben eine große Flauschkletttasche integriert. Man kann da jetzt, was weiß ich, seine Ringer reinkletten. Tubus, keine Ahnung, ein bisschen Sandmaterial. Und also wie jetzt hier zu sehen, kann man natürlich auch das entsprechend auf Keybacks anpassen. Man sieht auch direkt, da ist ein gewisser Zugwiderstand mit drin. Das funktioniert schon. Dann haben wir ein weiteres Rückenteil, das ist dieses hier. Ja, wir kämen ja aus der Richtung, wir kämen ja, wir fahren immer. Wir haben ein Netzrückenteil, dieses Chessbrick. Das ist dafür gedacht, wenn ich jetzt lange Strecken den Rucksack zurücklegen muss, dann möchte ich möglichst wenig Material zwischen Rucksack und meinem Körper haben. Also wähle ich da dieses Netzrückenteil. Man kann das jetzt hier sehr schön sehen. Man kann hier schon sehen, wie das Netzrückenteil sich auch der Rückenmuskulatur perfekt anpasst. Einfach nicht aufträgt. Ich kann da durchschwitzen, es behindert mich nicht, es trägt nicht auf. Das Chessrig kommt mit einem Gurtbandrückenteil, bestehend aus 25 mm Gurtbändern. So wird das standardmäßig ausgeliefert. Alle anderen Optionen, wie die Magnetverschlüsse und die verschiedenen Rückenteile, das ist alles einzeln dazu buchbar oder als Set halt kombiniert. Dann haben wir noch zwei verschiedene Battle Belts dabei. Wir starten jetzt mal mit der schweren Ausführung. Was man direkt sieht, der Gürtel sitzt nicht zentrisch im Polster. Wir haben den Gürtel ins obere Drittel verschoben, um einfach die Ausrüstung an der Hüfte etwas weiter nach unten zu bekommen. Das erleichtert mir einfach das Ziehen der Kurzwaffe, wenn ich hier direkt am Battle Belt dran habe. Wenn der Battle Belt zu hoch sitzt oder der Gürtel jetzt unten sitzen würde, passt der Winkel einfach nicht. Wir haben bei dem Battle Belt die Möglichkeit, Beingurte anzuschlaufen, Leg Panel, Beinholster, alles Mögliche. Wir kommen einmal an den Seiten an diesen Innengürtel ran. Dieselbe Option haben wir auf der Rückseite. Zum Beispiel, um ein IFAK direkt am Gürtel anzubringen. Ja, oder Dump Pouch. Und wir haben dann trotzdem noch oben die drei Mollereien frei. Die Ausrüstung hängt halt runter. Auch hier wieder auf der Innenseite 6 mm Abstandsgewirk, einfach ein bisschen abgepolstert wird, aber nicht zu dick aufträgt. Funktioniert mit jedem Gürtel, der auf dem Markt ist, muss keiner von uns sein. Ist universal kompatibel für alle Gürtel, die 45 mm Breite haben. Dann haben wir noch eine leichte Ausführung von unserem Battle Belt. Wir haben eine Gesamtbreite hier von nur 80 mm und zwei voll nutzbare Mollereien. Besonders jetzt hier dran ist, man sieht, das Moll ist nicht genäht. Das hier ist ein relativ neues Gurtband von der Firma Fit & Wolf, das nennt sich Texas. Das ist aus einem Stück gewebt. Das sind drei Webmaschinen, die weben im Prinzip auf drei Ebenen Gurtband. Und
und alle 40 mm werden diese drei Ebenen miteinander verwoben. Dadurch haben wir auch eine Belastbarkeit dieser Molleschlaufen von 150 Kilogramm. Das kriegen wir genäht sonst nicht hin. Wir haben einen weiteren Vorteil. Es ist sehr einfach, den Innengürtel zu wechseln. Ich schiebe einfach meine Schnalle ins Polster und kann den Gürtel dann einfach herausziehen. Das Polster, was übrig bleibt, hat ein Eigengewicht von 110 Gramm. Deswegen auch Battle Belt leicht. Das Material ist wieder angelehnt an die Bundeswehr TL, sprich es ist Flammhemd, Infrarot echt. Und einer der größten Vorteile wahrscheinlich von diesem Polster ist, es kommt für einen Preis von 40 Euro inklusive Steuer. Ich denke, das ist eine Kampfansage. Der Gürtel lässt sich natürlich auch genauso leicht einfach wieder durchschieben, wie er sich entnehmen lässt.